Möchten Sie das Klima schützen und Ihren Geldbeutel schonen? Dann achten Sie beim Einkauf auf die Kriterien, die das Öko-Institut entwickelt hat. Geräte, die diese Kriterien erfüllen, sind energieeffizient und umweltfreundlich. Und die besten davon tragen den blauen Engel. Worauf sollten Sie beim Kauf eines neuen Fernsehgeräts achten? Grundsätzlich gilt, dass je größer der Fernseher ist, desto höher ist auch sein Stromverbrauch. Mit der Größe steigen so auch die klimaschädlichen CO2-Emissionen. Achten Sie beim Einkauf außerdem auf die Energieeffizienz. Geräte unter 50 Zoll sollten auf der Effizienzskala mindestens ein A erreichen. Geräte über 50 Zoll sollten mindestens mit A+ gekennzeichnet sein. So können Sie bis zu 70 Euro an Stromkosten und mehr als 100 Kilogramm CO2 pro Jahr einsparen. Die Leistungsaufnahme des Fernsehgerätes sollte maximal 100 Watt betragen. Ein klimafreundlicher Fernseher hat einen Ausschalter. Nur so wird auch der letzte Standby-Verbrauch abgeschaltet. Gute Geräte verfügen über eine automatische Helligkeitsregelung. Wenn es im Raum dunkler wird, reduziert sich automatisch auch die Bildschirmhelligkeit. Das spart Strom und schont Ihre Augen. Auch ein neuer Fernseher kann eines Tages kaputt gehen. Deshalb sollte ein umweltfreundliches Gerät so konstruiert sein, dass es repariert werden kann. Das vermeidet den Energieaufwand für eine Neuproduktion und reduziert die Müllberge. Kaufen Sie deshalb nur ein Gerät, bei dem sich der Hersteller verpflichtet, für mindestens 5 Jahre Ersatzteile bereitzuhalten. Wenn Sie all diese Punkte beachten, können Sie sicher sein, dass Sie ein klima- und umweltfreundliches Gerät gefunden haben. Oder fragen Sie Ihren Händler ganz einfach nach dem blauen Engel. Geräte mit diesem Zeichen garantieren, dass all die eben aufgezählten Punkte erfüllt sind. Viel Spaß beim klimafreundlichen Einkauf!